Wochenfinale hier in der letzten Woche vor Weihnachten. Heute, 18. Dezember, schauen wir zum Beispiel auf das WTI. Wir haben Silber auf der Uhr. Wir schauen auf die Indizes, was hier und heute möglicherweise zu Buche steht. Denn wir dürfen nicht vergessen, heute ist der letzte große Verfall im Jahr 2020. Danach gehen gewissermaßen die großen Händler in den Urlaub. Ich wollte gerade sagen, in den Ruhestand, aber ich glaube, soweit ist es in Masse nicht. Auch nächstes Jahr werden wir weiter genügend Geld an den Märkten haben. Zumindest gehen wir mal davon aus, dass wir auch im nächsten Jahr sehr sehr schöne und interessante Handelsideen finden werden. Aber heute wie schon gesagt, der Blick in Öl und Silber und die Indizes, das natürlich sehr sehr wichtig und wer mag gerne entsprechend auch ja auf den ein oder anderen Wunschmarkt. Das heißt, gerne rein hier in die Chats. Ich sehe heute auch schon Zoom, das passt. Und dann haben wir schon die ersten Rückmeldungen hier. Super klasse. Ähm, danke auch aus Zoom, dass da alles passt. Das freut mich. Da kommen auch schon die ersten Kommentare zum Öl. Ähm, ja, klasse. Super. Ähm, was das äh, sozusagen, äh, ja, Heute hier auch gut ankommt. Äh, was wir noch machen ist, wir schauen heute auf das Thema der Fett hier an dieser Stelle. Meine Notizen sind schon da, die liegen schon seit gestern auf dem Tisch. Das wollten wir ja eigentlich gestern machen, aber da gab es ein kleines technisches Problemchen. Das haben wir ja hier morgens mitbekommen. Ähm, der Rest wird live erledigt. Das heißt, an dieser Stelle gehen wir rein auch in die Charts und wir sprechen über das was die FED gesagt hat, Thema Stimuluspaket, das Thema der Dinge, die jetzt an dieser Stelle sozusagen im neuen Jahr auch vor uns liegen. Da gibt es nachher auch gleich noch ein paar Informationen dazu, weil das ist wichtig dieses Thema, weil das wird die Märkte bewegen. Ne? Geld bewegt die Märkte immer und immer wieder, egal in welche Richtung. Und deswegen müssen wir schauen, was mit Geld wird und wer ist da der bessere Ansprechpartner als eine Notenbank. Und wenn wir dann noch die Fed auf der Uhr haben, so what guys, das wäre doch klasse, wenn wir da gute Stimulusmöglichkeiten und gute Tradingmöglichkeiten bekommen. Und dann haben wir heute noch auf der Uhr eine Frage von gestern, die habe ich gestern auch nicht mehr geschafft. Und zwar äh, wurde hier im Chat die Frage gestellt, äh, wie das mit dem Gold und dem äh, US-Dollar zusammenhängt, wieso Gold plötzlich steigt, wenn der US-Dollar ähm, schwächer wird. Das Ganze schauen wir uns nachher auch noch mal an, was das trifft. Nicht nur Gold, das trifft äh, in der Regel die gesamte Palette äh, von Rohstoffen, wenn man mal jetzt nur die Korrelation zum US-Dollar nimmt, ähm, denn äh, diese Rohstoffe werden halt in US-Dollar in der Regel bezahlt. Das also sozusagen schauen wir uns nachher ganz in Ruhe an. Zunächst erstmal an dieser Stelle noch der Risikohinweis, ich bitte wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann. Das hätten wir dazu und damit gehen wir gleich mal rein in die Nachrichten für den heutigen Tag. Wir haben heute morgen schon ein paar Meldungen bekommen und zwar aus Großbritannien, die Einzelhandelsumsätze sieht nicht ganz so rosig aus. Wir haben den Erzeugerpreisindex in Deutschland gesehen, hier steht eine grüne Zahl, Hammerzuwachs Leute, plus 0 0,2 Inflation sieht anders aus. Heute gibt es am Vormittag nach, äh, Nachrichten vom IFO und zwar kriegen wir hier den Geschäft, die Geschäftserwartungen, die aktuelle Lage und äh, sozusagen äh, den Index an sich. Das wird wieder sehr, sehr interessant zu sehen, zu sein, was hier drinnen steht. Äh, was wir hier sehen, ist ein bisschen, ähm, sage ich mal, ein äh, positives Bild, was die Erwartungen angeht. Das haben wir ja auch in den letzten Wochen immer mal schon gehört, dass die aktuelle Lage, die wird nicht ganz so schick eingeschätzt, verständlicherweise. Die Gründe sind ähm, so. Sozusagen bekannt, aber äh, was wir sehen, sind die Erwartungen, die sind teils doch ein bisschen deutlicher, ähm, ähm, sozusagen, oder was heißt deutlicher, aber sie sind etwas positiver, einfach weil man gelernt hat, was nach dem ersten Lockdown bei uns in Deutschland auch passiert ist. Und da blickt man, äh, zumindest gehen auch die Analysten davon aus, in Hauch ähm, mit Optimismus in die Zukunft, auch wenn viele Deutsche nicht gerade dafür bekannt sind, optimistisch zu sein. Ähm, ja. Nehmen wir das mal so, wie es ist hin. Ja? Ich bin aber der Meinung, es gibt immer einen Weg und wer den Weg finden möchte, der findet auch einen Weg. Das Ganze, ja, so wie wir es hier jeden Morgen auch mitmachen. Heute Abend dann noch die COT-Reports, das Ganze wie jede Woche Freitag auf der Uhr, was die Big Boys hier in den Future-Märkten anstellen. Und da ist es auch sehr, sehr interessant, ja. ähm, ähm, was da passiert ist. Aber ich glaube, die größte, das größte Interesse liegt heute im Verfall der Futures. Und was danach passiert. Aber dazu äh, gucken wir uns nachher mal so ein bisschen die Charts an. Ich meine, ein Chart alleine verrät uns nichts, was mit, den, äh, was mit dem Markt nach dem Verfall äh, passiert. Da kann alles kommen. Aber wir schauen uns die Charts trotzdem an, um auch mal so ein bisschen ein Bild zu bringen, was unter Umständen jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen hier auf uns warten kann. Das machen wir dann. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die, äh, sage ich mal, äh, Nachrichten dieser Woche äh, zurück. Und da sehen wir eine bunte Mischung hier ja. rote, grüne, schwarze Zahlen China hat vorgelegt äh, mit der Industrieproduktion ah, ja sie steht in einem Zuwachs von 7%, 6,9 war das vorherige Durchschnittseinkommen. In, äh, den, nein, das Durchschnittseinkommen ist da nicht ganz so wichtig, aber die Arbeitslosenänderung, ähm, das ist ein wichtiges Thema in Großbritannien. Äh, und wir wissen, Großbritannien geht es nicht gut und wir sehen es hier an dieser Stelle. Äh, 64.300 neue Arbeitslose wurden hier gemeldet. 50.000 waren eigentlich erwartet worden. Das ist schlecht. Und da sehen wir, dass die Briten schon ziemlich zu tun haben mit dem Thema Arbeitsmarkt. Und da kommen wir auch wieder zum Thema Brexit, die Brexit-Verhandlungen. Es ist ja weiterhin. Ein echtes Trauerspiel, was da los ist. Äh, da wird gerungen bis zum letzten. Man konnte heute Morgen hören, dass es ähm, mit dem Thema Fischerei. Das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema auch bei den Brexit-Verhandlungen. Das Thema der Fangquoten, ähm, dass äh, die Fischer aus Europa dann auch noch in den britischen Gewässern fischen dürfen. Ähm, da das ist ein Tauziehen ohnegleichen. Ähm, man konnte hören, dass man sich zumindest mal äh, für die ersten drei Monaten so ein bisschen angenähert hat und ein paar Fangquoten bestimmt hat. Ähm, das ist ein Hin- und Herziehthema. Wobei man aber auch sagen muss, äh, den Briten kann das ganze Thema auch nicht ganz so egal sein, weil den ganzen Fisch, den die fangen, ähm, der muss ja auch irgendwo hin. Und ich glaube nicht, dass der Fisch nur in Großbritannien gegessen wird, sondern das ist schon ein Exportgut. Und wenn die hier bei uns in Europa natürlich massiv mit, mit Zoll darauf belegt werden... Kann das auch nicht so gut sein? Also man sieht auch bei diesem Thema, sollte es ein Interesse auf beiden Seiten geben. Eine Einigung ist noch nicht da, wenn man so die Stimmen der Politiker hört, überall Stirnrunzeln. Es sieht wohl nicht so aus, dass es etwas gibt. Vielleicht in letzter Minute, tja, wir werden sehen, ähm, was da so kommt. Aber es ist einfach nur ein, 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 ein Trauerspiel. Aber man merkt es halt, äh, Hoffnung wird sofort an den Märkten gespielt. Das sieht man entsprechend dann, äh, wenn man sich äh, das Fund mal anschaut. Äh, das ganze Gegenteil, äh, die das pessimistische Bild wird auch sofort gespielt. Also, das ist ein Thema, ähm, das muss man durchaus auf der Uhr mit haben. Und das hat eine Menge Sprengkraft an dieser Stelle natürlich auch. Am Mittwoch äh, die Verbraucherpreise bei den Briten ebenfalls gesunken. einkaufsmanager bei uns in Deutschland ähm, für Dezember. Schöne Zahl. Es ist gestiegen von ah, 57,8 auf 58,6. Die Analysten hatten eigentlich einen Rückgang erwartet. Das war doch ein sehr, sehr positives Bild bei den Briten. einkaufsmanager ähm, ein bisschen ein gemischtes Bild was die, was die Farben angeht, aber, durchgehend angestiegen. Also das ist das, was ich gesagt habe. Es gibt hier durchaus durchwachsene Zahlen äh, an dieser Stelle. Dann ging es am Mittwoch weiter mit den Einzelhandelsumsätzen aus den USA und da sehen wir, die sind zurückgegangen ja? und die lagen auch unter den Erwartungen der Analysten. Da sehen wir, dass gerade das Thema Einzelhandel sehr, sehr, sehr angespannt in den USA ist und der Einzelhandel ist halt auch ein Rückgrat der US-Wirtschaft. Ne? Man hört zwar auch, dass der äh, sozusagen, dass der Onlinehandel boomt. Wir haben gestern Abend die Zahlen von FedEx gehört, die waren herausragend. Ich glaube, die haben äh, die haben sich gut verdoppelt. Äh, das ist einfach grandios, was dort gewesen ist, äh, für FedEx. Und da sieht man einfach mal, wenn mehr bestellt wird im Onlinehandel, handel äh, dann haben halt auch die Zulieferer was davon. Das heißt, auch hier für die Einschätzung der Lage, Leute, schaut euch einfach mal so ein kleines bisschen um. Ihr müsst da nicht immer am PC kleben. So gewisse Nachrichten, die fliegen euch einfach so zu. Ja? Da müsst ihr überhaupt nichts für tun, außer aufmerksam zuhören. Und das sind halt so die Sachen, da bekommt ihr einiges dann an dieser Stelle mit. Und das sind so die Dinge, wo man einfach sagt, okay, das wird dann sozusagen möglicherweise der Einzelhandel etwas kompensiert durch den Online-Handel. Die Händler an sich passen sich ja auch so ein bisschen an. Also die großen Einzelhandelsketten sind ja mittlerweile auch drum und dran, ordentlich im Online-Geschäft zu wachsen. Also der Markt verändert sich hier sehr, sehr stark. Man wird sehen, wie die Innenstädte nach der Corona-Pandemie ausschauen, wie das dort weitergeht. Das ist natürlich immer noch die offene Frage. Aber momentan Momentan sieht man halt einfach, dass hier in den Einzelhandel die Einzelhandelsumsätze doch deutlich zurückgegangen sind in den USA und das ist eigentlich ein Zeichen, was nicht so gut ist. Rohöllagerbestände sehen wir hier, es gab einen Rückgang von 3,135 Millionen Barrel. Ähm, erwartet waren eigentlich nur 1,9. Äh, das heißt, das ist ein positives Zeichen gewesen. Aber hier auch da wieder. Wir haben ein riesengroßes Schwankungsspektrum hier an dieser Stelle. Wenn wir mal sehen, letzte Woche gab es einen Zuwachs von äh, über 15 Millionen Barrel. Also, da, das ist einfach Irrsinn, was, was da los ist. Ähm, und äh, das ist halt äh, diese riesengroße Schwankungsbreite. Trotzdem steigt der Ölpreis ziemlich stark an. Also, wir sehen. Charttechnik ist das eine, die fundamentale Situation das andere. Mittwoch gab es dann die Fett und beim Thema Fett. Ähm, ja, das ist halt, ähm, wie soll ich sagen, also mit Blick auf die Zinsen ähm, hat der Markt oder die Analysten nichts anderes erwartet. Ne? Wir sehen es hier an dieser Stelle, ich, ich gucke ja auch immer mal runter jetzt auf, mein, auf meinen kleinen Spickzettel. Ähm, der Markt hat ganz klar erwartet oder die ganz klare Erwartungshaltung auch gehabt, dass die Fed ihre ultra lockere Geldpolitik hier an dieser Stelle ähm, definitiv fortsetzen wird. Ja. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, die FED hilft wirklich der Wirtschaft. Und, und, und wir sehen das an dieser Stelle auch mal wieder ganz, ganz klar. Ähm, wir sehen auch hier schon im, äh, im, im Chat das Ganze stehen. Das ist ein richtig wahrer Satz. Ähm, äh, so wie es den Spruch gibt, äh, never short a Tesla, gibt es auch den Spruch äh, never fight against the FED. Ähm, das sind halt so Sachen, wo man einfach die, die Macht einer Notenbank sieht. Und wenn wir mal sehen, ähm, wie die Indizes, beziehungsweise die, der US-Dollar nach der FED entsprechend reagiert hat, da sieht man einfach mal die Macht der, der Aussagen ähm, an, an dieser Stelle. Und das ist halt ein sehr, sehr ähm, wichtiger Punkt. Und eine der wichtigen Aussagen sind, ist halt die gewesen, ähm, dass Paul auch gesagt hat: Wir stehen weiter bereit, ähm, entsprechend äh, die Wirtschaft in der Corona-Krise zu stützen und durch die Krise auch zu begleiten. Das sind ja Dinge gewesen, äh, die hatten wir im Vorfeld. Auch immer gesagt bekommen. Die Handlungsweisen der FED ist im Endwahlkampf etwas zurückgenommen worden. Da wurde quasi geredet, aber jetzt nichts Neues entsprechend angekündigt. Da ist man nicht konkret geworden. Diesmal haben die Analysten konkreteres erwartet und Paul hat entsprechend auch geliefert. Und zwar ähm, hat er geliefert, was das Thema Einschätzung der FED auch angeht. Und da sehen wir hier doch erfreuliche Nachrichten. Und das ist halt auch etwas, was die Märkte mit antreibt. Und zwar äh, ist das das Nummer eins. Ähm, die FED äh, gibt sich zuversichtlicher mit der äh, Entwicklung in den USA, auch mit Blick auf das, was jetzt in der aktuellen Corona-Krise äh, gelaufen ist. Denn die ähm, Wirtschaftsleistung äh, der Corona-Krise dürfte oder leidet natürlich sehr, sehr stark darunter. Aber. Hier stets auch geschrieben: ähm, Die FED erwartet, dass das Ganze. Etwas schwächer ausfällt, als man das erwartet hat. Und sowas ist natürlich immer, immer gut für die Märkte in der Historie gewesen, wenn äh, sozusagen etwas nicht so schlimm kommt, wie man es erwartet hat. Was macht das Ganze so oder was ist der positive Aspekt darauf? Die Märkte bereiten sich ja immer auf die schlimmsten Erwartungen vor oder auf die euphorischsten Dinge. Ne? Und dann, wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen und man hat sich auf was ganz, ganz Schlechtes vorbereitet und plötzlich kommt es nicht so schlecht, bumm, gibt es die Gegenbewegung rein in sozusagen das Bild, die Gegenbewegung äh, durchgezogen und damit wäre dann sozusagen mal klar, dass der Markt positiv reagiert und das haben wir hier an dieser Stelle ähm, gesehen. Wenn wir das mal auf Zahlen ähm, setzen wollen, können wir einfach sagen, dass man einen Wirtschaftsrückgang ähm, um, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz ähm, schauen, dass ich es nicht verpasse, genau, also das Thema der Wirtschaftsschrumpfung. Bisher ähm, sind die aktuellen, oder ist der aktuelle Konsens äh, in Bezug auf das Jahr 2020 davon ausgegangen, dass die US-Wirtschaft um 3,7% schrumpfen wird. Tatsächlich ähm, geht man hier mittlerweile von einem Rückgang von 2,4% aus. Das ist sehr, sehr, sehr viel Geld, ähm, was dort äh, sozusagen jetzt plötzlich nicht mehr ähm, schrumpft. Ja? Und deswegen ist das ein gutes Ergebnis für 2021. Ist man bisher von einem Wirtschaftswachstum. Wohlgemerkt Wirtschaftswachstum. Ja, man redet nächstes Jahr nicht mehr von der Schrumpfung, sondern von einem Wachstum. Und zwar ist man von einem Wachstum von 4% ausgegangen. Hebt dieses Wachstum oder diese Erwartungen an das nächste Jahr jetzt leicht an auf 4,2 Also, das sind schon mal ist eine Prognoseanhebung und Prognoseanhebungen sind auch immer eine relativ gute Sache an dieser Stelle. Das ist also sehr, sehr wichtig. Für 2022, da geht man sogar noch deutlich weiter in die Projektion. Jetzt bitte festhalten, hat man bisher von 3% Erholung gesprochen oder Wachstum gesprochen, jetzt geht man von 3,2% aus. Also auch über das Jahr 2021 heraus ähm, rechnet man mit einem Wachstum, das etwas höher ist, als das angenommen wurde. Allerdings 2022 sollte das weniger sein als 2021. Aber an der Stelle sage ich auch immer, guys, was ist 2022? Da haben wir noch das ganze Jahr 21 und den Rest von 20 vor uns. Wir werden sehen, was da passiert, Anpassung. Wir wissen es, die kommen eh alle Male. Aber das sind schon mal die Entwicklungen und die sehen positiv aus und das treibt so ein bisschen die Märkte. Was kommt noch rein? Was ist noch ganz, ganz wichtig für den US-Markt? Wir wissen, das Thema Binnenkonjunktur ist extrem wichtig und was zählt zur Binnenkonjunktur dazu? Ganz klar, das Thema Arbeitsmarkt. Und wir haben es ja gesehen, der Arbeitsmarkt in den USA ist sehr, sehr angespannt an sich, aber hier auch da sehen wir ähm, die Prognosen. Wir sehen es hier 20 bis 22. Ähm, geht man davon aus, dass die Arbeitslosigkeit nicht ganz so hoch wird, wie man das erwartet hat. Also auch hier ist eine positive Zahl und das ist halt sehr sehr gut und sehr sehr wichtig. Äh, das Thema der Anspannung ist natürlich am Arbeitsmarkt ganz ganz klar. Äh, der Staat und die Fed haben versucht, so weit wie es geht die Wirtschaft zu stützen äh, und das Thema der Arbeitslosigkeit auch irgendwie in den Griff zu bekommen. Das scheint so ein bisschen zu funktionieren. Äh, was natürlich die Arbeitslosigkeit oder den Arbeitsmarkt zu so extrem anspannt, ist die Situation um Covid-19 im Umgang mit Covid-19, im Schutz vom Personal und natürlich auch im Umgang mit den Eltern, die Kinder haben, die äh, sozusagen irgendwo auf, aufbewahrt. Das klingt so ein bisschen blöd, aber ähm, <laughs> Kinder bewahrt man nicht auf. Nein, dass man die Kinder beschäftigt In guten Händen weiß, äh, dass die Eltern ganz normal arbeiten gehen können. Äh, und diese Dinge, äh, die belasten halt den Arbeitsmarkt, weil, äh, wenn Eltern niemanden haben, der auf ihre Kinder aufpasst, auf den sie sich verlassen können, dann bleiben sie eher zu Hause. Und das ist ein bisschen kritisch. Thema Inflation, na gut, ich sag mal so, über das Thema Inflation muss man sich momentan noch keine Sorgen machen. Ne? Das ist ja eine weltweite Geschichte. Da versuchen ja die Notenbanken rings um den Globus, die Inflation ein bisschen anzuheizen. Ähm, aber. Das funktioniert einfach nicht von der Seite her. Muss man schauen, wie es hier weitergeht. Ich sage mal, wir haben viele, viele Jahre jetzt ohne deutliche Inflation überstanden. Die Wirtschaft ist trotzdem gewachsen von der Seite her. Ich sehe das jetzt nicht so gravierend, dass wir hier keine extrem hohen Inflationszahlen bekommen. Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist und die Wirtschaft dadurch weiter funktioniert. Ähm, warum soll man es da nicht lassen? Wir schauen, äh, die FED schaut da natürlich drauf, sieht das Ganze und die macht ihre Handlungsweisen gerade auch mit den Zinsen ja immer wieder sozusagen an der Inflation auch fest. Und solange wie es hier keine deutlichen Inflationsanstiege gibt, ähm, bleibt das Geld billig und das billige Geld ist wiederum gut für die Wirtschaft und entsprechend dann auch für den Aktienmarkt in Form auch hier der Indizes. Das passt. Was macht die FED äh, sozusagen? Die FED sagt klar, die Handlungsbereitschaft ist da, die Corona-Krise ist sehr herausfordernd und ähm, es bleibt dabei, milliardenschwere Anleihekäufe sollen so lange fortgesetzt werden, bis hier substanzielle Fortschritte ähm, erkennbar ist. So äh, ist entsprechend das Wording und da muss man bei der FED ja auch so, so ein bisschen hingehen äh, und schauen, was passiert denn jetzt an dieser Stelle? Wie ist das Wording? Wird da mal ein Wort dazugenommen oder ein Wort weggenommen? Ähm, das ist halt sehr, sehr wichtig und hier ist halt wirklich das Thema, das substanziell, das bringt so ein bisschen, sage ich mal, Druck drauf, dass die einfach sagen, substanziell ist nicht nur einfach, man will Fortschritte sehen, sondern man will Fortschritte sehen, die wirklich die richtigen Dinge auch bewegen und zwar sehr, sehr nachhaltig bewegen und bis das nicht der Fall ist, ist das einfach, wie es ist und ich nehme mal an, irgendwann wird die FED auch rauskommen und das Thema substanziell auch mit Zahlen hinterlegen und wenn die dann beispielsweise sagen, eine Inflation von 3% ist für uns eine Grenze, substanziell erreicht, dann wird man merken, dass sich das Wording dort ein bisschen ändert, aber wie schon gesagt, bis dahin ist noch relativ viel Zeit, das heißt, die Wertpapierkäufe werden fortgeführt, aktuell in dem, äh, sag ich mal, Maßstab, also mit den Bestandteilen, die man jetzt so hat und auch mit dem Tempo und damit hat die FED auch weiter Potenzial, das heißt, die können das Tempo erhöhen, die können noch was dazu tun. Also da ist schon noch einiges zu erwarten, auch im nächsten Jahr. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Ansonsten ähm, mit Blick auf die allgemeine konjunkturelle Lage ist hier im Zusammenhang mit der FED auch noch zu sehen, dass sozusagen die Konjunkturdaten. Aus den USA, wir haben es gerade im Wochenrückblick gesehen, auch ein bisschen, äh, sag ich mal, schwankungsbreit unterwegs sind. Und eines der wichtigen Themen, der Häusermarkt in den USA, ähm, der schwankt momentan auch, ist ein bisschen unheimlich einheitlich. Einkaufsmanager-Indizes haben wir auch gesehen. Also, das sind allesamt Dinge, ähm, die sind momentan nicht ganz klar, nicht ganz eindeutig. Aber was wir hier halt sehen, der Markt ist in Hoffnung dass es besser wird. Die Impfstoffversorgung fängt jetzt an loszulaufen. Das sind alles wirklich Dinge, die wir hier für die Zukunft doch mit auf der Uhr haben können. Das sozusagen ein bisschen zum Thema des Zinsentscheides. Ansonsten, was gab es noch diese Woche an Nachrichten? Wir hatten äh, die Verbraucherpreise in Europa, ganz klar. Hier gab es einen Rückgang in den USA. Die Baugenehmigungen, die sind angestiegen. Was auch angestiegen ist, war das Thema der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und das zeigt mal wieder, wie angespannt der Markt hier ist. Wir hatten hier, die vorige Zahl waren 862.000, der Konsens hat einen Rückgang oder beziehungsweise der Konsens hat ja eine Zahl von 800.000 ähm, Erstanträgen ähm, ja, erwartet, dann waren es aber 885.000. Also sehr, sehr angespannt diese Lage hier und der FiliFed-Herstellungsindex, ja, was soll ich sagen? Alles andere als glänzend. Er fällt weiterhin und das ist eher ungünstig, zumindest aus kurzfristiger Sicht, für die US-Wirtschaft. Also hier geht alles genau in den Weg rein, in den Gang rein dass die Fed auch nächstes Jahr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit liefern wird, sonst würde sie die Märkte heftigst enttäuschen. Ja, und dann denke ich mal, wird es nächstes Jahr auch die Stimuluspakete geben. Biden hat das im Wahlkampf ja auch ähm, angekündigt, dass das dann auch kommt. Ähm, und da wird, denke ich mal, auch noch einiges mit auf der Uhr stehen. Und das kann uns im nächsten Jahr gut und gerne viel, viel Stoff für die ein oder andere Rally hier an den Märkten, bei den Indizes, den Rohstoffen. Oder auch im Forex-Bereich liefern. Das wären mal der, ja, sag ich mal, Wochenrückblick und jetzt festhalten, anschnallen. Jetzt kommt die Vorschau für die Nachrichten und da ist die nächste Woche natürlich relativ kurz, weil, Leute, wir haben Weihnachten. Ja? Das ist einfach so. Wir kriegen. Ähm, am äh, Montag äh, nicht wirklich viele Nachrichten. Dienstag gibt es ein bisschen was äh, zum BIP aus Großbritannien, äh, Bruttoinlandsprodukt auch aus den USA und die Verkäufe bestehender Häuser für den Monat November. Ähm, und am Mittwoch gibt es aus den USA noch ein paar Nachrichten. Auftragseingang für die langlebigen Güter. Da wissen wir, was wichtig ist. Langlebige Güter kaufe ich nur, wenn ich wirklich von einer positiven Zukunft ausgehe. Und hier sehen wir auch, der Konsens erwartet hier einen Rückgang für 10 Verkäufe in neue Häuser. Da geht man auch ein bisschen im Rückgang aus vom im November und dann kriegt man natürlich wieder die Rohöllagerbestände. Und dann, ja, was haben wir dann? Dann haben wir Weihnachten, dann ist Ruhe sanft. Das ist auch der Punkt für mich, die, die Bücher dieses Jahr zu schließen, in den Weihnachtsurlaub zu gehen, wo wir dann entsprechend dann im neuen Jahr ganz normal weitermachen an dieser Stelle. Das also der Blick entsprechend auf die Nachrichten. Es hat sich heute ein bisschen mehr ausgedehnt. Ich hoffe, es war trotzdem informativ. Und ja, dann gehen wir hier mal in die Charts. Aber ich sehe gerade noch eine Frage zu dem, was wir hier haben. Wenn die großen Händler heute in den Urlaub gehen, wo kommt dann manchmal die Rallye in den letzten Tagen des Jahres her? Das ist eine ziemlich gute Frage. Danke dafür, Christian. Passt auf, es ist halt einfach so, wenn weniger Geld an den Märkten ist, dann ist natürlich es leichter, die Märkte zu treiben. Das heißt, wenn einfach Angebot und Nachfrage in dem Moment, wenn die großen Händler weg sind, sinken, dann hat man halt mit einem kleineren Budget leichter äh, die Möglichkeit, bestimmte Märkte zu bewegen. Und das ist das, was dann passiert. Ne? Dann spricht man auch immer wieder von den Robin Hood-Tradern, äh, die dann mit auf die Uhr kommen. Also das sind so Dinge, die passieren meistens dann in den Zeiten, wo weniger Kapital da ist. Wenn dann das große Kapital zurückkommt, gibt es dann meistens sozusagen den, äh, den klassischen Schub. Und jetzt zum Jahresende hin, ähm, wie schon gesagt, man kann nie genau sagen, äh, wo es hingeht. Die Erwartungen sind sehr, sehr positiv. Die großen Fonds haben Ihre Bücher schon geschlossen. Das ist ja klar, die Quartalsberichte, die dann kommen zu den, zu den letzten Quartalen, da sollten natürlich die wichtigsten Titel auch drinstehen, die gut gelaufen sind. Die, die schlecht gelaufen sind, will man nicht im Portfolio haben. Das ist jetzt alles abgeschlossen, deswegen fehlt da entsprechend das Ganze. Heute gibt es nochmal was Spezielles. Heute kommt Tesla in den SP 500, wird da aufgenommen. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele, sage ich mal, Leute, die erwarten, dass hier was ganz, ganz Schlimmes passieren wird, wenn Tesla da reinkommt in den Index, dass es da ein Chaos gibt, dass da heftigst hin und her geschoben wird. Ähm, wir werden sehen, was passiert. Ich habe in meiner Trading-Karriere sowas live noch nicht miterleben können. Also zumindest in dieser Art und Weise, in dieser Größe, habe ich da nicht direkt ähm, die Chance gehabt, sowas zu haben. Indexaufnahmen gab es ja schon immer mal. Aber ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass das, dass das Ding eigentlich schon durch ist, weil die großen institutionellen Händler, ich meine, es gibt ja nicht nur die Händler, die Indexfonds betreuen. Es gibt ja auch eine Menge, Menge andere. Und glaubt mir eins, die warten nicht bis zum letzten Tag, bis die irgendwelche Positionen verändern. Sondern die wissen ja, was heute kommt. Und wenn es da zu Anpassungen kommen musste, äh, dann sind die vom Prinzip her ähm, auch schon durch. Ja, also das heißt, die Welt hat darauf schon längst reagiert. Ob es da heute einen ja, massiven Abverkauf von vom, vom SP 500 kommt, aufgrund dieser Sache, weil viel umgeschichtet werden muss, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber. Nobody knows, von der Seite her muss man schauen, was passiert, aber ich bemesse diesem Thema mal nicht zu viel, weil ich sage an diesem Punkt auch die Leute, die das Ganze entschieden haben, wie die Aufnahme von Tesla in den Index geschieht, hatten ja auch diese zwei Szenarien auf der Uhr. Das heißt, das erste Szenario zu sagen, okay, wir machen das in Teilschritten, das zweite Szenario, wir packen das in einem rein und ich denke schon, die haben wohlwissend auch abgewogen, was hier wie passieren kann und die haben einfach gesagt, so was, es wird, wenn was passiert, ist es so, aber... Wir gehen davon aus, dass das alles ganz normal in vernünftigen ähm, Rhythmen ablaufen wird, und deswegen haben die sich dafür entschieden. Also, ich denke mal, ähm, da wird von hoher Stelle etwas entschieden worden sein, und das sind halt so Dinge, wo ich mir sage, Lass mal den Markt machen, wird schon alles klappen. Und äh, die gesamte Situation ist ja jetzt doch eher auch sehr positiv zu sehen. Das Einzige, was heute hier auf der Uhr ist, ist der große Verfall. Und wir schauen entsprechend dann mal bei den Indizes, ähm, was wir hier entsprechend, sagen wir mal, klassisch von der Charttechnik erwarten können, äh, was wir hier dort ablesen. Aber das machen wir gleich hier. Im Anschluss auf äh, den Blick von WTI. Und Silber. Gut, also machen wir mal das hier. Wochenvorschau haben wir durch. Das heißt, äh, wir gehen jetzt hier mal rein in die entsprechenden Charts. Ich mache wie immer das Bild auch groß, äh, dass die wichtigsten Fakten zu sehen sind äh, hier an dieser Stelle. Das heißt, hier zunächst erstmal der Blick in das WTI und wir sehen WTI sehr sehr schön momentan am Steigen. Was wir auch sehen, deswegen hier an dieser Stelle erst einmal noch der Blick in den großen Wochenchart, ähm, ist die Situation, dass wir sehr sehr schön mit Dynamik auch in die Trendentstehung gegangen sind. Ja, ich habe jetzt hier an dieser Stelle ähm, einmal den Wochenchart genommen und ganz klar ist eine Sache zu sehen: Im Tageschart sind wir natürlich im Aufwärtstrend. Ja, also das bitte nicht wegnehmen. Aber ähm, auf auf der großen Zeiteinheit da ist ja noch etwas sehr 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 wichtig. Und zwar, dass wir jetzt einen auch ähm, etablierten Aufwärtstrend hier ähm, auf Basis der Woche haben. Und das äh, bringt uns halt in die Situation, wo wir jetzt halt hochgelaufen sind. Und wir haben es halt gesehen, mit Überschreiten dieses Zwischenhochs hier drüben an dieser Stelle ähm, um die 43,40 in etwas sind das hier oben gewesen. Also hier oben dieser Schwungbereich, wir sehen es, der ist in grün markiert, der Schwungbereich um die 43, ähm, der hat halt dafür gesorgt, dass nach dem ersten initialen Rücksetzer auf die 33,50, auch da haben wir ja gut getradet hier, das haben wir ja immer wieder schön besprochen auf der Shortseite und dann sind wir aber auch früh genug auf die Longseite hier gewechselt. Ähm, also da sieht man mal, dass das Hinschauen hier morgens bei Tickmall auch immer wieder Sinn macht. Ähm, sind wir jetzt halt in die Situation gekommen, dass dieser ehemalige Verkaufsbereich definitiv gekauft wurde und wenn wir mal die Woche uns anschauen, anschauen, ähm, in der der Index sozusagen so äh, der Index sage ich schon das WTI so stark angestiegen ist, ähm, dann haben wir hier halt die Situation, dass wir doch ein deutliches Zeichen vom Markt bekommen haben. Ne? Also diese Kerze hier ähm, an dieser Stelle, Moment, diese Kerze hier an dieser Stelle, das ist die Ausbruchskerze oben drüber ähm, und das ist genau der Punkt und der Fakt, auf den es jetzt hier ankommt. Da wurde gekauft. Der Markt hat hier nochmal kurz innegehalten und läuft jetzt auch relativ stabil nach oben. Wo ich jetzt, ähm, sage ich mal, nachdenke, ist zu schauen, was passiert denn hier oben in diesem Verkaufsbereich um die Marke von 50,50 äh, Dollar. 50. Weil aus, sage ich mal, klassisch charttechnischer Sicht ähm, hat der Markt natürlich Luft nach oben. Und wenn wir einfach mal kurz ausmessen. Sozusagen hier äh, dieses Bild, was aus der Korrektur jetzt rausgekommen ist, und dieses, äh, sage ich mal, diese Korrekturtiefe ganz grob ähm, oben draufsetzen, hier oben draufsetzen, da sehen wir, haben wir schon rein vom Bewegungspotenzial her ähm, die Chance hier oben über die Marke von 54 US-Dollar zu laufen. Da sehen wir, haben wir hier oben auch einen kleinen Verkaufsbereich bei 54,36. Also das Potenzial auf der Wochensicht hier schön nach oben zu laufen, das ist tatsächlich auch vorhanden. Jetzt wird es natürlich interessant hier an diesem Widerstandsbereich. Grob über den Daumen habe ich ja hier auch mal eingezeichnet. Das ist die Marke von 50,50 Dollar. 50. Hier unten den Abverkauf aus dem Trendigen hier raus haben wir gehabt. Etwas tiefer um die Marke von, na was ist hier unten? Gute 49,20, 49,30, wo wir uns hier nähern. Also äh, dieser Verkaufspunkt da unten drunter hier, als der Trend nach unten schön nach durchgelaufen ist, das ist natürlich der Punkt zu sagen, okay, ähm, wie wird sich der Markt denn hier entscheiden? Und damit sehen wir das Potenzial auf der Long-Seite im WTI, das ist tatsächlich oben vorhanden. Ähm, der Punkt ist halt nur der, die aktiven Trader sehen halt auch, dass wir hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steigende Woche in Folge hier äh, notiert haben und da wird es natürlich irgendwann mal Zeit für eine Korrektur, und da äh, sehen wir jetzt halt an dieser Stelle auch den, sag ich mal, etwas zögerlicheren ähm, Verlauf oben rauf. Wobei man auch sagen muss, das Thema zögerlich, das hat hier an dieser Stelle halt auch entsprechend zwei Seiten. Denn ähm, schaut mal hier, zögerlich von der Seite her, wenn wir uns dieses Chartmuster hier mal anschauen, das ist auch ein, ein Chartmuster, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Äh, wenn man sich das mal vor Augen führen möchte, dann haben wir einfach eine, eine Unterseite die etwas stärker ansteigt als die Oberseite. Etwas also, ja doch straffer in diesem Maße. Ne? Und das kann man sozusagen noch ein bisschen äh, weiterbringen, indem man hier die Dynamik der letzten Tage mal noch mit dran nimmt, hier oben sozusagen hier rauflaufen lässt. Ähm, ja, da, das ist halt einfach eine Situation, äh, die muss man mit im Auge haben. Aus, äh, aus kurzfristiger Sicht, bitte. Ja, das ist ganz klar. Halt auch aus Sicht einer, äh, sag ich mal, korrektiven Phase. Denn ähm, eine solche Verlangsamung, wie wir sie ähm, jetzt hier wieder sehen, also eine Verlangsamung der Aufwärtsdynamik, schaut euch das mal an. Hier ging es doch relativ, ähm, ähm, sag ich mal, stetig auch über die Hochs drüber. Und jetzt äh, immer dann, wenn hier ein neues Zwischenhoch gemacht wird, wird der Markt auch oben sehr, sehr, sehr vorsichtig. Das ist eine Phase, die haben wir auch schon mal gehabt. Und zwar hier, das können wir uns hier drüben mal kurz anschauen. Das war eine, eine ähnliche Situation sozusagen, äh, wo wir hier unten dran auch äh, sozusagen, ähm, naja, das steilere Ende hatten, auf der Unterseite hier an dieser Stelle. Dann wurde es oben plötzlich flacher und dann kam erstmal die leichte korrektive Phase unten rein. Im Trendverlauf absolut okay, absolut normal. Das ist auch ganz gesund, dass sowas passiert. Das ist jetzt halt der Punkt, der für die kurzfristigen Händler durchaus interessant ist. Und zwar genau die Tatsache, die jetzt hier an dieser Stelle passiert. Was läuft denn hier? Und da müssen wir jetzt einfach mal ganz kurz noch reinblicken. Ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen an in das, was hier passiert an dieser Stelle. Denn wenn wir uns dieses Bild mal entsprechend anschauen wollen. Ähm, dann sehen wir hier an dieser stelle natürlich auch noch den ganzen untergeordneten trendverlauf und der ist halt jetzt an dieser stelle wichtig dass wir uns das bild einfach mal anschauen wollen äh, sozusagen wenn wir hier von oben runterkommen sollten ja. Dann sehen wir im, im größeren Bild natürlich ein paar Anlaufstellen. Das wäre zunächst mal hier im größeren tatsächlich das Anlauflevel hier äh, um die äh, 73, 79. Aber im ganz kurzfristigen Bereich können wir uns halt auch auf diesen letzten oberen Bewegungsarm setzen. Ne? Das heißt, das ganze Bild mal ganz kurz angeschaut hier an dieser Stelle. Ich nehme mal kurz diese Kästchen hier raus. Äh, wenn wir uns das jetzt nur mal auf den Tageschart beziehen, wir haben hier oben. Im größeren Bereich, ne? den Schwungbereich, das Schwunglevel um die 43,79. Das war der Ausbruch hier an dieser Stelle und das war auch diese Überwindung von diesem Verkaufsbereich, die wir hier gehabt haben. Und hier ist dann natürlich auch der größere Aufwärtstrend entsprechend der Woche entstanden. Das ist das, was wir jetzt hier haben. Und wenn wir das mal so ein bisschen nach unten skalieren wollen, falls es tatsächlich eine tiefere Korrektur gibt, dann sehen wir hier die Drehbereiche und für die Drehbereiche als Anlaufpunkt sind natürlich auch charttechnische Marker sehr sehr wichtig zu sehen und da kommen wir halt relativ schnell wieder an die Stelle, dass wir hier uns auf wichtige Drehlevel sage ich mal berufen können, die der Markt schon ein paar mal getestet hat und das sehen wir halt hier Natürlich auf alle Fälle erstmal hier diesen Wendebereich, als wir aus der Abwärtssequenz in die Aufwärtssequenz gelaufen sind. Das ist der Markt oder die Bereich, der Bereich ungefähr um die 41,40. Und dann können wir uns noch auf die Swing-Los, also auf das, was hier im kleinsten Aufwärtstrend im Bewegungsarm sozusagen der aktuellen Woche gekommen sind, stützen. Das wäre mal hier die 40,02. Und die 36,95. Und dann natürlich, wenn es ganz, ganz hart kommt, unten äh, der Unterstützungsbereich hier unten bei 33,50. Das wäre dann eine extrem tiefe Korrektur. Das mal jetzt der Blick in den Tageschart. Nur der Blick in den Tageschart ist natürlich etwas eher auch für die Swing Trader. Ähm, für diejenigen, die sich jetzt sagen, uha, uh, lasst uns doch mal kurz schauen. Der Markt steht ja hier an einem sehr, sehr wichtigen Level. Ne? Also dieser Schwungbereich, den wir hier oben haben, um die Marke von 49, der ist schon nicht von schlechten Eltern und da muss man einfach auch mal so ein bisschen sehen, was an dieser Stelle auch passiert, was wir dort erwarten können. Denn wenn wir hier nach diesem langen Anstieg tatsächlich ähm, Price Action um die 49 sehen und der Markt kauft wieder extrem, sehen wir das natürlich sehr, sehr schön in den kleinsten Zeiteinheiten. Und dann kommen wir natürlich auch wieder in die Lage, hier oben diese 54, 36 mit ranzunehmen. Oh, aber, entschuldigt, aber wenn wir hier oben in die Situation kommen, dass eine Schwächephase anfängt, ja. Ähm, dann müssen wir wirklich den Blick in die kleineren Zeiteinheiten wagen. Und das wird dann nämlich, das wird dann nämlich echt interessant. Und ein, ein ich sag mal, ein erster Anlaufpunkt dass sowas durchaus passieren kann, ist die Situation, ähm, dass wir hier einen Trend nach unten bekommen. Und da macht der Blick in die Stunde durchaus Sinn, denn wenn wir uns das mal anschauen wollen, wir haben hier eine sehr, sehr interessante Dreieckskonstellation. Ähm, und wir wissen es ja, ein Dreieck verortet hier in einem in einem Aufwärtstrend, der hier sehr, sehr schön nach oben läuft, das sehen wir ja sehr, sehr gut. Ne? Hier sozusagen der letzte Bewegungsast, korrigiert jetzt in dem Dreieck, der hat natürlich die Chance, das Potenzial nach oben auszubrechen und hier über das Zwischenhoch drüber zu laufen. Hier oben sozusagen hier über das kleine Zwischenhoch, das haben wir liegen um die Marke von, im Moment, ähm, 48,61. Das ist natürlich interessant, der Ausbruch nach oben. Aber wenn der Ausbruch zur Unterseite kommen sollte, da muss man einfach sehen, haben wir jetzt hier an dieser Stelle natürlich dann einen Abwärtstrend in Befürchtung. Und das ist dann die korrektive Phase, die da anfängt. Und das ähm, kann uns durchaus, sage ich mal, eine gute Chance zur Unterseite bilden. Also gerade äh, sozusagen den, ähm, den kurzfristig agierenden Händlern. Also wenn wir tatsächlich hier drunter laufen, heißt das im Umkehrschluss halt auch, dass wir hier diesen Kaufbereich rausnehmen. Das heißt, die Unterstützung, ich sage mal ganz grob im Drehbereich, 4770, 4780 so in diesem Thema rum, das ist ein Supportbereich, das sehen wir sozusagen, weil da sind wir drüber gelaufen, hier erst was Widerstand, dann sind wir drüber, nochmal drunter und dann deutlich drüber, dann sind wir rangekommen, wieder gestiegen. Wenn das, dieses Level abverkauft wird, dann wird es Zeit, sich auf die Unterseite ein bisschen zu konzentrieren. Und da können wir sehr, sehr schön. Zunächst uns mal auf den Stundentrend, auf den Bewegungsarm des Stundentrends fokussieren. Und da sehen wir halt ein paar kleine Zwischentiefs liegen. Ich mache diese Linien gleich mal noch magentafarben. Ähm, das können wir nämlich dann sehr, sehr schön annehmen hier unten ran. Also ganz grob, ja, ähm, ungefähr die 47,15 hier unten. Dann haben wir hier noch ein Swing Low um die Marke von. 46,50 und dann sind wir schon am Tief des aktuellen Bewegungsarms, hier grob um die Marke von 45, was haben wir unten stehen, 45, das Low, Moment, das Low war bei 45,67, ist das Tief hier unten. Das ist äh, sehr, sehr wichtig und interessant zu sehen. Und auf dem Weg nach unten ist das halt da. Sollten wir tatsächlich unter diese 45, 66 laufen, das ist dann der Zeitpunkt, dass man sagt, okay, jetzt kommt es zu einer äh, deutlichen Ausweitung der Korrektur. Dann ist der Bewegungsarm hier auch im Stundentrend, der ist dann erstmal gebrochen worden. Und das ist dann der Punkt, wo wir uns tiefer orientieren und das, wie schon gesagt, dann die Schwunglevel hier um die 44, 85, 43, knapp 80 hier in diesem Drehbereich und dann hier dieses Mal. Markt, ähm, sage ich mal, beachtete Level hier, als wir hier unten um die 4140 ähm, gedreht sind. Das sind wichtige Marker, die wir dort dann auf der Uhr haben, wenn die Korrektur tatsächlich sehr, sehr heftig nach unten mit abgeht. Also, das der Blick in das WTI, und damit machen wir weiter. Wir gehen in die Rohstoffe noch rein oder wir bleiben noch ein bisschen bei den Rohstoffen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen. Also das Bild ist noch nicht so, wie wir das immer kennen, ne? äh, wo alle Fenster schön seitig nebeneinander sind. Das wird noch kommen. Das baue ich Stück für Stück aus. Ich habe das gestern einfach nicht geschafft. Nichtsdestotrotz. Wir schauen jetzt hier in den Silberpreis rein. Äh, Kürzel XAGUSD. Neues Fenster hier. Zack. Neues Chartfenster und dann packe ich mir hier gleich mal noch. Das hier rein, so, und dann können wir uns den Chart in Ruhe entsprechend mit anschauen, hier an dieser Stelle. So, kurz noch den passiven Modus angemacht und dann können wir schön in die Analyse reingehen hier mit Silber, weil was im Silber momentan passiert ist sehr, sehr interessant. Wir sehen es im 15-Minuten-Chart, der Markt geht, ähm, ist deutlich nach oben gegangen, kommt jetzt aber so ein bisschen was zurück und keine Sorge, wir bleiben hier nicht im 15-Minuten-Chart, sondern ähm, was für mich hier interessant ist, ist das zu sehen, was wir auf Tagesbasis haben. Und auf Tagesbasis ähm, ist hier mit dem Blick auf Silber etwas sehr, sehr Interessantes äh, geschehen, denn schaut euch das mal an. Wir sind hier unten in diesem Supportbereich um die, ja, ich sag mal Marke zwischen 22 und 22,60 hier ähm, zweimal, dreimal herangelaufen und jedes Mal sehr, sehr schön äh, die Aufwärtsdynamik auch bekommen. Ähm, das ist interessant. Was jetzt auch sehr, sehr interessant ist, ist die Tatsache, dass wir hier ähm, mittlerweile auch steigende Hochs haben. Ne? Also diese drei Hochs hier sind immer gestiegen, ähm, auch wenn es nicht viel ist. Das heißt, das bringt uns jetzt in die Situation, dass wir den Chart durchaus mal auf der Oberseite mit beleuchten können und da sehen wir, dass hier oben die Marke ungefähr um die 26,20, dass die sehr, sehr interessant ist aus Blick des Widerstandes und da prallt der Markt gerade entsprechend oben ab von diesem Level und dieses Level hier halt an dieser Stelle ähm, die Marke von 26 um die 20 ähm, das ist halt ein Level, wo wir jetzt die Korrektur betrachten können. Und aus Sicht der Korrektur passiert hier gerade etwas sehr Interessantes, denn wir schauen, doch dynamisch geht es nach unten ähm, an dieser Stelle. Und das ist halt etwas, das äh, können wir sehr, sehr schön sehen. Jetzt hier innerhalb einer Art Trading Range. Ne? Das heißt, oben ist der Deckel um die 26,20, unten der Boden um die 22,50, sage ich mal ganz grob an dieser Stelle. Ich ziehe das einfach mal ganz kurz hier runter, ungefähr auf die 26,50 hier unten ran. Das sind die Schwingbereiche. Und da sehen wir jetzt halt von oben nach unten, von unten nach oben sind immer gute Szenarien. Aber was wir halt auch sehen ist, dass wir im kleinsten Bereich hier ähm, mittlerweile einen Aufwärtstrend auch etabliert haben, nämlich diesen hier. Und der kann ja mal so ein bisschen korrigieren. Also ohne Probleme äh, könnte der ja jetzt hier unten in diesen Auffangbereich um die Marke von 23, naja, was haben wir hier unten im Tief haben wir gehabt, 23,68, also äh, 58. Also grob der Bereich um die 23,60, der ist hier interessant. Den können wir hier gut und gerne mit beachten als, 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 als Auffangpunkt in etwa. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen hier. Diese letzte Bewegung ja, von unten nach oben. Und die schauen wir uns jetzt mal im kleinen Bereich an. Das heißt in der Stunde, da sehen wir nämlich sehr, sehr schön wie der Markt hier hochgetrendet ist. Ne? Also schön geschlängelt, schön nach oben reingeschlängelt. Und das sehen wir an dieser Stelle jetzt natürlich auch, wenn es hier oben zu Ende geht. Wir sehen ja mittlerweile schon, ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen wieder an, dass der Markt angefangen hat, nach unten zu trenden. Ne? Hier waren hoch, hier hatten wir tiefere Hochs, hier haben wir fallende Tiefs. Ganz klar natürlich ein Abwärtstrend und was wir hier an dieser Stelle auch sehen ist das aktuelle Trendtief, also vom vorhergehenden Trend, das haben wir hier unten ähm, drinnen liegen, um die Marke von, Moment, wir machen es gleich wieder mit einem kürzlichen Rand, zack, hier unten, da haben wir ungefähr äh, die Marke von ähm, 25, 57, 58, also das heißt, wenn dieser Trend hier unter dieses Level fällt, wissen wir, der Bewegungsarm ist gebrochen und er wird jetzt durch einen federführenden Abwärtstrend korrigiert und die Level, die wir hier auf der Unterseite haben, sind einfach die Korrekturtiefs, ich skizziere es einfach mal ganz kurz, hier, die 25, 14, 15 rum. Hier an dieser Stelle das Doppeltop sozusagen um die knapp 24, 70. Ja, und dann können wir uns noch weiter nach unten mit bewegen. Hier dieser Schwungbereich, als wir auch schön diese hohe Konsolidierung hatten. Ungefähr das Level 24, 40 ja, bis oben rein um die 24. Was ist das da oben gewesen? 50. Der Schwungbereich. Der ist da auch sehr, sehr interessant. Also, da gibt es schon einiges auf der Unterseite, was wir hier auch kurzfristiger Natur ähm, traden können. Und auch das mit Blick auf Silber doch relativ interessant an dieser Stelle. Also, das muss man hier an diesem Punkt auch sehen. Äh, und wo wir gerade ähm, bei den Rohstoffen sind, äh, da ist es jetzt an dieser Stelle doch mal sehr interessant, äh, dass wir vielleicht auch mal drauf schauen: Rohstoffe. Ähm, woran liegt das, dass die Rohstoffe plötzlich so stark steigen, wenn der US-Dollar sinkt? Und da haben wir hier an dieser Stelle einfach mal kurz äh, den Blick ähm, auf den US-Dollar-Future. Ich will euch das mal ganz kurz mal zeigen. Da nutzen da nutzt wir einfach wie immer die Seite von, von Finwitz äh, und schauen hier einfach mal ähm, auf die Futures im Währungsbereich. So, ich hole es mal ganz kurz rüber an dieser Stelle und dann schauen wir einfach mal ganz kurz auf äh, den US-Dollar. So, den haben wir hier vorne natürlich. So, und da müssen wir jetzt einfach mal sehen, ähm im Hintergrund hier sehen wir es ja ziemlich stark, dass der US-Dollar äh, ziemlich äh, ja, stark abwärts gerichtet ist. Ne? Und wir haben hier äh, im US-Dollar, wenn wir uns mal die Monatssicht auch anschauen wollen, äh, wir haben hier auf Sicht äh, doch jetzt einen, 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 einen Bedarf oder ein Potenzial nach unten, äh, sozusagen hier an dieser Stelle. Bis 88 kann der schon noch ohne weiteres fallen. Und das ist nämlich eine ziemlich große Kaufzone an dieser Stelle. Ne? Das ist so ein bisschen ähm, der Punkt, auch das Thema ähm, Währungsbetrachtung, Euro, US-Dollar, beziehungsweise auch mit den, mit den entsprechenden Rohstoffen. Wenn man das auf der Uhr hat und weiß, wo dort sozusagen dann die Support-Level sind, dann sehen wir halt hier auch in diesem Bereich, was wir hier haben, ähm, das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Level. Ja? Da ist der Markt schon mal draufgelaufen, dann deutlich hochgelaufen. Aber was wir hier auch nicht verpassen dürfen, ist einfach die Tatsache, wir kommen hier jetzt natürlich aus einer Abwärtssequenz raus und wenn dieses tief hier unten, also dieses abverkauft wird, dann ist technisch der Weg erst auch mal frei. Nächstes Auffanglevel wäre dann an dieser Stelle hier unten der Bereich um die 85, dass wir da haben. Also da ist schon noch einiges am Potenzial zur Chartunterseite mit da. Und jetzt müsst ihr euch an dieser Stelle einfach mal vorstellen, ihr seid ein Händler, der die Rohstoffe äh, verkaufen möchte. Ähm, und ähm, ich sage mal, ein, ein Dollar hat ja einen gewissen, einen gewissen Wert, ja einen gewissen Wert X. Ja? Und wenn ihr beispielsweise, ähm, was soll ich sagen, ich mache es mal ganz klassisch, ähm, Thema Benzin, wenn ihr für, äh, sage ich mal, einen Dollar, ähm, ich sage mal grob einfach, für einen Dollar ähm, ähm, äh, ein Liter Benzin bekommt, ja, Punkt. So, dann müsst ihr halt für diesen Liter Benzin sozusagen ähm, immer äh, diesen Dollar bezahlen. So, und wenn der Dollar jetzt aber schwächer wird, ähm, dann ist es halt so, dass derjenige, der das Benzin verkauft, will ja die gleiche Preismenge haben und der sagt sich, okay, der Dollar wird immer weniger wert, ähm, dann erhöhe ich einfach mal die Preise, damit ich entsprechend natürlich hier an dieser Stelle mh, die gleiche, sag ich mal, Wertigkeit an Geld äh, weiterhin bekomme. Und das ist der Punkt, ähm, wo genau die Richtlinie dann da ist, dass das äh, Silber halt oder auch die anderen Rohstoffe aufgewogen werden mit dem, äh, mit dem, mit dem US-Dollar. Und wenn der US-Dollar jetzt halt... Weniger wert wird, ja, ähm, dann muss man halt einfach mehr in die Waagschale reinwerfen. Und wie funktioniert das? Das funktioniert dann natürlich so, dass entsprechend die Rohstoffpreise steigen, damit man eine größere Menge an Dollar bekommt, um diesen Wertverlust entsprechend auszugleichen. Ne? Das ist die Abwärtsseite. Das ganze funktioniert dann natürlich umgedreht ganz genauso. Wenn der US-Dollar dann plötzlich wieder mehr wert wird, dann führt das nicht selten dazu, dass wir hier sozusagen die fallenden Rohstoffpreise bekommen und das ist etwas, das sehen wir hier momentan im Silber sehr sehr schön. Ich mache das ganze noch mal kurz hier in den Tageschart. Schaut mal hier. Schön die Aufwärtskerze und ich nehme jetzt dazu zum Vergleich jetzt einfach noch mal ähm, eben kurz den Chart vom ähm, US-Dollar noch mit ran. Und da sehen wir hier, wartet mal, ich mache das Bild mal groß, da können wir es dann am Ende vielleicht ein bisschen besser vergleichen. Ähm, Moment, wir sehen hier auf Tagesbasis, da ist der Tag, dass wir hier heute, einen ganz ganz leichten Anstieg im US-Dollar haben ja, der steigt ganz ganz leicht an und das der leichte Anstieg sorgt dann jetzt dafür, dass wir hier einen Preisrückgang entsprechend im Silber sehen. Das gleiche sehen wir auch äh, entsprechend im Goldmarkt. Das können wir uns ja hier noch mal ganz kurz anschauen. Also, das ist etwas, das sehen wir bei den Rohstoffen. Das haben wir auch gesehen, äh, sozusagen, beim Öl. Da haben wir das auch gesehen. Das natürlich immer wieder hier an dieser Stelle sehr, sehr interessant zu sehen, dass das natürlich auch sich auswirkt. Und das ist dann das, worauf wir achten können an dieser Stelle, ja, um das Ganze hier entsprechend mit anzuzeigen. Und da sehen wir es hier auch, Gold gibt nach, ähnlich wie Silber. Und wenn wir uns hier den Tageschart mal anschauen, dann sieht der ganz genauso aus. Das heißt, hier an dieser Stelle haben wir auch einen ganz, ganz leichten Rückgang durch den ganz, ganz leichten Anstieg vom US-Dollar. Und so hängt das Ganze zusammen. An dieser Stelle muss ich natürlich noch eines einbringen. Das Ganze hängt extrem eng auch mit der gesamten wirtschaftlichen Lage zusammen. Ja, also das, was ich jetzt gerade erklärt habe, hat nur mit dem Zusammenhang zwischen der Währung und den Rohstoffen zu tun gehabt. Wenn es da noch andere, beispielsweise fundamentale Nachrichten gibt, die sich auf den Markt mit auswirken sollten, ohne dass das jetzt diese klassische Beziehung ähm, Rohstoff und Währung mit angeht, ähm, muss man das natürlich noch mit hinzuziehen. Ne? Also man kann das selten auf einen einzigen Fakt hier raufbringen, aber das sind halt die Dinge, die Komponenten wie sie zusammengehören und wie man das dann entsprechend mit zusammenbauen kann. Also, das der Blick in den Goldmarkt. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf die Indizes. Zunächst mal auf den DAX. Den habe ich hier schon im Chartfenster auch mit drinnen. Und beim DAX bitte nicht vergessen, wie schon gesagt, heute ist hier entsprechend großer Verfall. Ja, also heute kann wirklich alles passieren. Was wir mittlerweile im DAX sehen oder momentan im DAX sehen, ist hier oben eine kleine Abwärtssequenz, ein kleiner Abwärtstrend entsprechend, äh, der durchaus auch das Potenzial hat, sich ein bisschen weiter nach unten auszudehnen. Und da können wir jetzt sozusagen für die aktuelle Planung auch sagen, sollten wir tatsächlich hier unter dieses kleine Zwischentief, also das heißt nachhaltig unter die 13.610 ähm, Punkte-Marke fallen, ähm, wären mal mit Blick auf die, äh, sage ich mal, ähm, den trendigen Verlauf hier zur Oberseite hin in dem Stundentrend ähm, die swing lows bzw. die Kauflevel interessant zu sehen. Und da sehen wir halt an dieser Stelle zwei äh, Kauflevel vor uns. Ähm, das heißt hier oben dieses Ausbruchslevel um die knapp die Marke 13.600 Punkte. Das wäre mal das erste. Und dann haben wir auf der Unterseite hier das Swinglobe um die 13.500. Das Ausbruchslevel im größeren Stile hier. Ja, das sehen wir, das war ja ein größeres Ausbruchslevel hier. Die Marke von 13.000, knapp 430. Und dann haben wir die Swinglos wieder da. 13.382 und 13.186. Und der ein oder andere wird sich jetzt fragen: Sag mal, Seile, was quatscht denn du hier? Der Markt, der steigt doch schön nach oben. Ich sage an dieser Stelle immer: Natürlich. Steigt er schön nach oben. Aber wir wollen ja vorbereitet sein, wenn es zur Unterseite kommt und wir tatsächlich hier eine Short-Position eröffnen, dann wollen wir ja am besten auch wissen, äh, wer nach uns kommt. Das heißt, wer nach uns verkauft, um Druck auch in den Markt zu bringen. Und dazu brauchen wir halt die Unterseite, weil an diesen Seiten liegen nicht selten Verkaufsorders und wenn die dann in den Markt kommen, erhöhen die natürlich den Druck. Also das heißt, wir haben dann eine Erhöhung des äh, Verkaufsüberhangs und das macht dann natürlich Druck auf die Preise von oben nach unten. Unten. Was jetzt mit Blick auf das, was wir hier im Chart sehen, noch wichtig ist, mit Bezug auch auf die Oberseite, da sehen wir ja hier oben das kleine Zwischenhoch hier, was wir hier drüben liegen haben, um die etwas um die äh, 13.705 Punkte. Sollten wir dort direkt rüber gehen, dann ist, ist natürlich der nächste Weg nach oben hin offen hier ans Zwischenhoch um die Marke von 13.300. Was haben wir hier gehabt? Moment, 13.700 und... 36,9. Also da oben 13.737. Das ist interessant, dass wir hier an dieser Stelle dort den Weg dann haben. Und wenn das dann wegfliegt, ja, dann Nächster Anlaufpunkt hier oben, das hoch bei 13.825. so also das ist durchaus positiv. Und wenn wir uns die aktuelle Tageskerze mal anschauen, deswegen gehen wir jetzt auch mal in den Tag. Also bitte nicht falsch verstehen, was ich gerade auf der Unterseite gemacht habe. Das ist einfach die Planung, wenn wir hier oben in diesem Bereich einen Abprall sehen sollten. Ja, wenn der nicht kommt, weil schaut euch mal diese schöne Kerze an, da wäre es jetzt halt wichtig, dass wir tatsächlich übers Vortageshoch drüber gehen. Das ebnet dann den Weg in die Weite, weite, sage ich mal, Spanne oben rein und da haben wir dann halt sozusagen hier zunächst einmal das Potenzial, ins Allzeithoch oben rein zu laufen. Das ist sozusagen mal der Blick in den DAX und vom DAX gehen wir dann mal in die US-Märkte rein und da würde ich ganz gerne mal hier einen Blick in den SP 500 Wagen und dem SP 500 ähm, ist es momentan so, dass wir hier oben äh, sozusagen unter dem Allzeithoch so eine Art naja, Kontraktionsmuster entsprechend haben. Wir haben hier im kleinsten Bild mittlerweile einen, einen entsprechenden, äh, sag ich mal, Kurzfristigen Abwärtstrend da, der macht mir aber momentan noch überhaupt keine Sorge. Ähm, aber auch hier, Moment, ich zeige euch das, ich zeichne es einfach mal ganz kurz ein, dass man sieht, was ich meine. Und zwar ist das die Sache hier, dass wir den Aufwärtstrend oben laufen haben. Also das ganz klar hier, mal der letzte Schub ist hier oben reingelaufen. Dann gab es hier die erste Korrektur, aber dann haben wir hier kein neues Hoch gemacht. Und dann sind wir nochmal unten drunter gelaufen. Jetzt nimmt der Markt aber wieder die Aufwärtsrichtung auf. Aber wenn man dieses Bild schon so ein bisschen sieht, ähm, dann kann man schon so ein bisschen auch den Eindruck davon bekommen, was hier an dieser Stelle passiert. Und da wird es halt jetzt sehr, sehr wichtig zu sehen, hier dieser Kaufbereich bzw. dieser Bereich hier oben, ähm, das sind halt die wichtigen Marken, wo immer wieder Kaufinteresse reinkommt. Und wenn wir hier plötzlich einen Abverkauf sehen, dann müssen wir uns auf der Unterseite orientieren. Und auf der Unterseite haben wir dann halt die Level unten drunter, stehen hier diese Drehlevel um, knapp, naja, 3.695 bis 3.700 mal so das Level, äh, was wir hier oben haben, also dieser 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 Schwungbereich da oben, den wir hier haben, also das was wir hier an dieser Stelle sehen bis 7 äh, bis 7 äh, bis 3.700 in etwa erster großer Anlaufpunkt und dann die Zwischentiefs. Also einmal hier in diesem Bereich knapp 3.688 bis 90 oben rein und dann ja. Geht halt hier unten rein in die Extreme auch? Äh, 3.8600 äh, um die 80 Punkte, nein um die 60. 3.600 um die 60. Ja, und dann hier unten das Auffanglevel, was hier immer mal schon eine Rolle gespielt hat, um die 3.645 Zähler. Auch das jetzt das Negativ-Szenario. Abprall von der Oberseite deutlich nach unten. Es ist nach unten an Tagen wie heute alles möglich. Deswegen brauchen wir sozusagen hier an dieser Stelle auch immer mal den weiten Blick nach oben hin. Wenn wir uns das mal anschauen wollen, wir stehen hier definitiv äh, auf Jahreshoch und wir sehen halt auch, dass der Markt hier äh, schön trendig nach oben läuft. Das sehen wir auch sehr, sehr schön äh, entsprechend in der Woche. Aber. Eine Sache äh, muss man auch mal zumindest aus kurzfristiger Sicht konstatieren, das darf man nicht außer Auge verlieren und zwar ist das, schaut euch mal an, was hier äh, wie das Muster ausschaut, allein das kurzfristige Muster. Ne? Das ist jetzt mal ganz, ganz klassisch eine, eine keilförmige Situation. Ähm, so etwas Ähnliches haben wir hier vor, äh, oder ja, nicht, ich will jetzt nicht sagen, nicht vor allzu langer Zeit. Es ist schon ein Stück weit her, ähm, über ein Jahr. Aber etwas Ähnliches rein charttechnischer Sicht gesehen hatten wir hier auch. Ne? Eine deutlich stärker ansteigende Unterseite als die Oberseite. Ähm, gut, dann kam Covid natürlich. Das war natürlich etwas, was hier an dieser Stelle extrem stark nach unten eingeschlagen hat. Ähm, aber es sind halt immer wieder solche Chartmuster, wo man sagen muss, okay, die wiederholen sich halt. Und da muss man halt einfach auch damit rechnen, dass da irgendwann mal was passieren kann zur Unterseite. Und deswegen möchte ich hier ganz gerne auch vorbereitet sein und gerade den kurzfristig orientierten Händlern auch mal die Chancen geben, wenn wir tatsächlich hier oben einen Abverkauf sehen sollten, wo wir uns denn auf der Unterseite orientieren können. Und gerade mit Blick auf die US-Märkte ähm, sehen wir schon etwas. Ich möchte hier noch mal ganz kurz gerne des Finwitz bemühen, einfach weil wir hier einen schnelleren ähm, Vergleich machen können. Wenn wir uns ganz kurz mal anschauen wollen, ähm, die drei großen Indizes in den USA, ganz klar, der NASDAQ hier an dieser Stelle ist natürlich wie immer ähm, schön, der Bulle, der ist schon schön oben drüber gelaufen hier an dieser Stelle, ähm, an diesem Punkt. Ne? Auch hier trendet es, aber was wir halt auch hier haben, ein ähnliches Bild wie das, was wir gerade im SP 500 gesehen haben hier an dieser Stelle. Also das ist auch wieder der Blick in den Tageschart. Ne? Wenn wir uns mal das eine anschauen und die, in die Unterseite hier anschauen wollen, dann ist die schon etwas steiler ansteigend als die Oberseite. Das hatte ich ja gerade auch hier im SP 500 gezeichnet, dieses Bild. Äh, und wenn wir uns dann mal hier äh, sozusagen das, den, den Dow Jones dazu anschauen, ähm, der sieht ein bisschen anders aus, aber auch hier sozusagen ist das Verharren oben. Der Markt will einfach nicht so richtig oben drüber hinaus also wir sehen es, da spitzt sich die Lage immer, immer weiter zu. Wir kommen hier oben immer, immer näher in gewisse Bereiche rein, wo man äh, eine Grenze zu sehen scheint. Und da ist jetzt, das ist halt dieser, dieser extrem große, starke Drehpunkt, den wir an dieser Stelle haben, äh, bei den Schatz sozusagen. Ähm, das ist halt etwas Entscheidendes. Und wenn wir hier plötzlich an dieser Stelle oben tatsächlich die Auflösung dieser Oberseite bekommen und dann plötzlich den ganz, ganz starken Schub nach oben sehen, dann haben wir natürlich weiter deutliches Steigerungspotenzial. Und wenn wir das einfach mal hier im SP 500 anschauen wollen ähm, und einfach mal die Korrekturtiefe unten ausmessen, also das, was hier von oben sozusagen nach unten reingelaufen ist, ähm, mit Bezug das und das mal oben drauf laufen, dann können wir mal sagen, locker hier oben rein Richtung ähm, 3800 Punkte. Ist da ohne weiteres drinnen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Sieht man allerdings den Schub nach unten tatsächlich, dass der Markt hier ähm, nicht diese massive bullische Dynamik beibehalten kann, dann haben wir hier jetzt ein paar Anlaufpunkte zur Chartunterseite, die an dieser Seite entsprechend da sind und was man dann ganz gut für die kurzfristige Tradeplanung, einfach nur für eine Korrektur, Leute. Ja, ich sage das mit so einem Schub unten raus, mit so einem Abprall von oben. Ich sage jetzt nicht, dass da die gesamte Chart-Situation komplett über den Haufen geworfen wird, aber gerade für das kurzfristige Trading. Sind das genau die Punkte, ähm, wo man hinschauen sollte? Und gerade an so Tagen wie heute ja, kann hier wirklich alles passieren. Das heißt, der Megaschub nach oben oder auch eine kurzfristige, heftige Korrektur zur Chartunterseite. Also das mal ein bisschen der Blick hier in die Breite auch über die Indizes hinweg. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz in die Fragen. Fragen haben wir in den letzten Tagen weniger. Also, Leute, seid hier nicht faul. Es gibt viel zu traden. Meine Aufforderung steht wie immer. Gerne auch rein mit den Wunschmärkten. Dafür bin ich da. Ähm, ansonsten sage ich an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für das Zuschauen heute. Ich wünsche allen einen schönen vierten Advent. Ähm, einen geruhsamen vierten Advent. Macht euch eine schöne Zeit. Genießt. Hoffentlich äh, das ein oder andere leckerli. Äh? Ich weiß, was ich an diesem Wochenende wieder habe. Die schöne Stolle vom Lutz-Borggräfe äh, und seiner Bäckerei, die zwei, die kommt am, Don am Sonntag wieder auf den Tisch. Ansonsten sehen wir uns wieder am Montag zur Live-Besprechung der Märkte und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich am Sonntag wieder das Research am Sonntag mit dem Blick auf den ein oder anderen Titel äh, mit rausgebe und dann besprechen wir das Ganze natürlich am Montag. Ja, das machen wir und an dieser Stelle schon mal auch eine kleine Ankündigung. Ähm, ich würde gerne am Mittwoch, wartet mal, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ähm, Mittwoch, äh, wartet nicht, dass ich hier den falschen Tag sage. Genau, am Mittwoch ist der 23. Ähm, ich würde gerne am Mittwoch äh, so eine Art, ja, ich sage ich mal, komplett freie Runde machen, dass wir einfach sagen, ich meine, das ist <laughs> entsprechend äh, der letzte Tag vor Weihnachten. Dass wir dort einfach sagen, schickt mir einfach eure Wunschmärkte rüber. Wir gehen einfach mal breit über alles drüber hinaus, was es da so alles zu sehen sein wird, zu geben sein wird. Also, wenn ihr Lust dazu habt, deswegen kündige ich das heute schon mal ab, einfach rein, bereitet euch ein bisschen vor, die Wunschmärkte, die ihr so habt, die Fragen, die ihr so habt, stellt sie rein, dann können wir hier ein bisschen drauf schauen. Mal gucken, was da draus wird. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Wir sehen uns Montag. Bis dahin. Allen einen erfolgreichen Freitag. Bin gespannt, was heute passiert. Und dann bis Montag. Bis dahin. Danke und tschüss.